Werte Frau Stadtverordnetenvorsteherin, liebe Kollegen, der vorliegende Antrag ist zutiefst naiv. Ich will auch begründen, warum. Im Antrag heißt es, seit vielen Jahren gewährt die Buchmesse Verlagen aus dem Spektrum der sogenannten neuen Rechten Zugang zur Messe und vermietet Messestände an diese. Im Jahr 2017 kam es auf der Buchmesse deshalb sogar zu offenen Tumulten. Ja, ist richtig, aber zu Tumulten kam es, weil Anhänger der Antifa Krawall gemacht haben bei einer Veranstaltung, auf der rechten Politiker auftraten. Der ein oder andere hier soll ja dabei gewesen sein. Weil Anhänger der Antifa einfach null Toleranz gegenüber Andersdenkenden haben. Der Staatsrechtler Christoph Möllers hat in seinem Gutachten zur, beruhigen Sie sich mal, ja, das ist ja nicht gesund, hat in seinem Gutachten zur Kunstförderung vor kurzem treffend auf den Punkt gebracht. Es gibt einen freiheitlichen Skandal der grundgesetzlichen Ordnung. Wir Liberale, wir verabscheuen Gedankengut dieser rechten Verlage. Dennoch ertragen wir den freiheitlichen Skandal unseres Grundgesetzes, nämlich dass sich jeder so lange auf seine Meinungsfreiheit berufen kann, bis er sich strafbar macht. Mein Tipp an Sie, kaufen Sie die Bücher nicht, gehen Sie nicht hin. Die Polizei hätte weniger zu tun und es würde keiner mehr merken, dass es diese Stände im letzten Eck der Messe gibt. Ich zitiere weiter, Positionen, die jedoch nicht auf dem Boden der freiheitlich-demokratischen Grundordnung stehen und diskriminierende Inhalte wie Rassismus und Rechtsextremismus propagieren, sind nicht durch die Meinungsfreiheit gedeckt und widersprechen dem Wertekanon der Stadt Frankfurt am Main. Seit wann um alles in der Welt entscheiden Sie denn eigentlich, was Meinungsfreiheit ist? Und dass der offene Diskurs Ihnen nicht passt, das ist mir klar. Sie gehen lieber zur Veranstaltung, brüllen andere nieder, üben so letztlich Selbstjustiz. Das ist verwerflich. Und was auf dem, das verbitte ich mir. Und was auf dem Boden der freiheitlich-demokratischen Grundordnung steht, entscheidet glücklicherweise nicht der Antragsteller und auch nicht Sie, Herr Zieran. Weiter heißt es, da die Buchmesse Frankfurt dennoch weitere Standflächen an Verlage der neuen Rechten vermietet, entsteht der Stadt Frankfurt jedes Jahr ein erheblicher Imageschaden. Ganz ehrlich, melden Sie sich nicht mehr zu Wort, schalten Sie Ihre Kanäle auf den sozialen Medien ab, dann haben wir jeden Imageschaden schnell kompensiert. Liebe Kollegen, die staatliche Kontrolle und Lenkung von Kunst, Kultur und Meinungsfreiheit scheint zum Hobby einiger Stadtpolitiker geworden zu sein. Diese Ignoranz gegenüber unserer freiheitlichen Ordnung wird zum Opium aller illiberalen Kräfte. Wir Liberalen, wir wollen die Buchmesse und zwar mit all ihrer Vielfalt, auch wenn ich persönlich viele dort diskutierten Positionen nicht teile. Die Buchmesse bringt Wohlstand und auch eine Intellektualität, die den Antragstellern fremd ist. Wir Freie Demokraten wollen, dass die Stadt offene Räume ermöglicht und fördert, in denen sich Kunst und Meinungen frei entfalten können. Grenzen eines solchen Raums für Meinungsfreiheit und Kunstfreiheit sind strafbare Handlungen und die öffentliche Sicherheit, nicht aber die Meinung und Empörungsbereitschaft der Woken Bubble. Unsere Verfassung gibt ein Zensurverbot vor. Jede staatliche Vorabkontrolle, wie sie hier durch Gesinnungsabfragen und Eidesleistungen, mögen sie noch so ehrenwert sein, verlangt wird, ist ausgeschlossen. Anders sehen das natürlich die Antragsteller. Sie ignorieren unsere verfassungsrechtliche Ordnung und Gewaltenteilung. Glücklicherweise wird nie irgendjemand von Ihnen jemals Verfassungsrichter. Das Gute ist, es geht ja gar nicht darum hier, ne? Für Sicherheit wurde bisher immer gesorgt. Jeder war und ist auf der Buchmesse willkommen und sicher. Handgreiflichkeiten wie 2017 haben ihren Ursprung nämlich bei den Vertretern der Idee einer Staatskunst. Nämlich nur das zuzulassen, was der politischen Überzeugung entspricht. Tut mir leid, aber das hat nichts mit Kunst, Kultur und Meinungsfreiheit zu tun. Das ist Ideologie. Lassen Sie mich noch einmal an das Gutachten erinnern. Es gibt dann der letzte Satz. Die grundrechtlich geschützte Autonomie der Kunst- und Meinungsfreiheit darf nicht durch Befindlichkeiten und Identitätspolitik verschlissen werden.